Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen ein Leben. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tobosa Metal Let's Play Skyrim, die Unendliche. Wir sind hier beim letzten Mal zufällig auf, ich schätze mal, die Quest der Diebesgilde gestoßen, aber wir wollten ja was ganz anderes. Nämlich hier, ja, eine Ratte in der Klemme, findet S-Bahn in der Wohnkaserne im Rattenweg, genau. Und wir haben diesen angefangen und da gibt es ja einiges zu tun, das wollen wir jetzt nicht machen. Wir werden da einfach S-Bahn suchen, ja. Dazu sind wir da runter in die Kanalisation, da oben ist nämlich der Hauptmarktplatz und da gibt es einen, ja, Brunnen runter und genau hier sind wir. Drum müssen wir jetzt da hinten rein. Ihr braucht ein Sprecht mit Brynjolf. Ich habe Besseres zu tun. Wenn ihr euch unterhalten wollt, ist die zersplitterte Flasche nicht der richtige Ort. Okay, wollen wir auch nicht. Das lassen wir jetzt. Wir haben das letzte Mal. Gehen wir ins Rattenweggewölbe und suchen endlich Eisbären, weil die wollten uns nicht sagen, wo der Typ steckt. Weil die gut bezahlt werden dafür, dass sie ihn versteckt halten. Aber... Was war das? Da ist die Agentin der Klinge. Tötet sie! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, Mist. Komm her. Dann wieder verbrennen, rein in die Hand und... Wo sind die Jungs? Da ist meiner. Der Großvater ist voll am Arbeiten. Bis ich da mal Gegner finde, gell? Der hat alles ausgenutzt. Schutzgeist und Feuerstab und die Talmor sind da schon wirklich auf dem Weg gewesen. Dann gehen wir jetzt einmal runter schnell. Die haben aufgeräumt. Aber wie? Was ist denn da? Oh, armer Nord, was ist denn da? Sorry, Tower. Talmor. Die Talmor, ja. El Bacino und Robert De Niro, die Jungs, die fahren schon drüber. Anständig mit dem Großvater im Genick dazu. Das kommt ja auch gut. Knoblauch und das Zeug brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, irgendwie ist der die Quest echt crazy. Du kommst mir auch noch gerecht. Also so viele Talmor sind da nicht unterwegs. Dann gehen wir einfach da weiter. Ruckzuck. Da. Ist nix. Sorry, Leute. Eisen. Eisenbahn. Blödsinn. Zauberhandschuhe. Okay. So. Das ist vielleicht ein verwinkeltes. Ja, und ich möchte auch wissen, warum die jetzt so ein großes Geheimnis daraus gemacht haben, wenn die Talmor schon da waren. Also, verflixt, was war das jetzt? Ja. Super, was ist denn jetzt los? Und da ist sicher Schmarren drinnen, ja. Dietrich und Gold, super, dafür haben wir es vergeigt, aber es sind mehr Dietriche. Eisenaxt der Sengenden, irgendwas, okay. So, wo bist du jetzt? Sollen wir noch jemanden auf die Gurke hauen? Da ist Öl.
Okay. Gut. Dass wir das auch geklärt hätten. Und jetzt müssen wir darüber auch noch. Ist da noch irgendwas? Nö, nee, nix. Dann rasch mal da rein. Ich glaube, da wartet uns schon wieder wer. Ja, passt schon, komm. Ich glaube, ich muss dann eine Pause machen. Irgendwie haut das heute nicht so recht hin. So, wo sind die Gegner? Was soll ich denn da aufsperren? Gehen wir weiter. Da. Da ist nichts. Messer? Ja. Du? Ja. Eimer? Ja. Tintenfass? Nein. Was ist denn da? Wir reden da. Gehen wir gleich mal darauf, egal. Die haben da eine Inventurliste gerade gemacht. Eimer, Messer, Buch, Tintenfass, Stein. Nein, nein, nein. Oha. Wer ist denn das? Aha. Aha. Na hallo. Messer? Ja. Buch? Ja. Eimer? Ja. Tintenfass? Nein. Ich glaub's ja nicht. Ja, da rein, komm. Verschwindet! Espern, mach die Tür auf. Ich bin ein Freund. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Espern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja, ist schon gut. Schon gut, Delfin hat mich geschickt. Delfin? Ja. Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden? Ja. Und sie hat euch zu mir geführt? Nein. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. Ja. Delfin braucht eure Hilfe, um die Drachen aufzuhalten. Überreden. Die Klingen haben auch... Was? Die haben nach mir gesucht. Ich bin ein Drachenblut, okay? Was sagt ihr da? Ja. Drachenblut? Ja, bin ich. Dann gibt es doch noch Hoffnung. Ihr solltet besser reinkommen. Macht schnell. Es wurden Talmor-Agenten im Rattenweg gesehen. Ja, die habe ich auch gesehen. Hm? Das dauert nur einen Augenblick. Der hier klemmt immer. So. Sind nicht mehr viele. Ich traue der Geschichte nicht. Das wäre geschafft. Kommt herein. Fühlt euch wie zu Hause. Echt? Ja? Großvater, komm rein da. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Ihr seid Drachenblut? Ist das wirklich wahr? Ja, das stimmt. Ja, Delfin schien es für wichtig zu halten, ne? Wichtig? Weit wichtiger, als ihr klar ist. Falls ihr ein Drachenblut seid, dann gibt es doch noch Hoffnung. So lange Zeit konnte ich nur hilflos mit ansehen, wie unser Untergang näher kommt. Ja, Untergang. Ihr meint die Rückkehr der Drachen? Drachen. Pah. Die kann man töten. Die Klingen haben in ihren frühen Zeiten als Drachentöter eine Menge von ihnen erlegt. Nein. Die Drachen sind nur das letzte Omen des Weltuntergangs. Oh weh. Ihr redet über das buchstäbliche Ende der Welt? Oh ja. Die Prophezeiungen benennen die Omen des Weltuntergangs konkret. Und eins nach dem anderen ist eingetreten. Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten.
Alduin, der Drache, der die anderen von den Toten auferstehen lässt? Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Ja, ich bin einfach langsam vom Begriff. Es ist nicht hoffnungslos, Espern. Ich bin ein Drachenblut. Das stimmt. Verzeiht mir. Ich musste so lange ohne Hoffnung leben. Die Prophezeiungen sind eindeutig. Nur das Drachenblut kann Alduin aufhalten. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ja, hol nur. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Hol nur sein Zeug. Das werde ich brauchen. Nein, nein. Loser Tant. Wo ist mein... kommentierte Anuade. Ja, was suchst denn du alles? Räum... Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Recht hast du. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Hast du alles? Was ist es mit dir? Auf geht's oder nicht? Ja, ich durchsuche nur schnell hier alles, Leute. Ihr kennt mich ja. Kann ja nicht sein. Das nehmen wir mit. Das ist auch wichtig. Feuer und Dunkelheit. Einhändig verbessert. Perfekt. Wir nehmen das Zeug auch gleich mit. Dann noch die Kommode. Kleidung. Und das ist alles Schmarrn. Hört ihr die Dame im Hintergrund? Da ist ein Amulett. Ah, silberne. Gold. Tintenfässer hat er viel, gell? Ja, wir werden uns da nicht längere Zeit aufhalten. Das Buch der Daedra. Ich glaube, das haben wir schon, aber ist egal. Und, Wolfskönigin, Adria, Sammlet der Könige. Okay, nun gut. Da liegt noch was. Da, die scheinen, ja. Aufstieg und Fall der Klinge. Und das, der Drachenbruch, okay. Nehmen wir auch noch. Da liegt noch was am Boden. Alle Verfasser unbekannt. Gut so. Nun gut, ist da jemand? Hüter der Steine. Ja, da ist da. Da ist die Agentin der Kraft. Hütet sie! Ein Herausforderer ist in der Hand. Ihr könnt nicht hier sein. Ihr seid tot. Ich habe euch immer wieder genau so ist es auch. Ja. Komm, Großvater, hauen wir kurz mal rein. Wo sind denn die schon wieder? Espern, alles klar. Okay, schauen wir mal. Habe ich da nicht irgendwas mit Heilung für andere? Ja. Ah, Schmarrn, ist egal. So, Leute. Was? Habt ihr etwas gesagt? Wir machen hier einen Cliffhanger, Leute. Wir schauen, dass wir rauskommen und das nächste Mal sehen wir uns wieder, wenn wir uns da rauskämpfen, okay?
Esmann ist ja cool drauf. Euch das ja? Drachenblut nach. Bis zum nächsten Mal. Zum Licht so. War Ciao. Das Dunkel. Es lebt die Legende. Für wahr, Ach, die zwei das Drachenblut ist da.